Leute, okay. Mit dieser speziellen Begrüßung will ich heute mal starten. Die richtet sich ganz speziell an meine Arbeitskollegen. Und ich glaube zwar nicht, dass die meinen Kanal verfolgen, aber wenn doch, möchte ich natürlich eine Reaktion auf meinen Leute. Okay, das ist nur für Insider. Jo, ich habe mir heute überlegt, was könnte ich erzählen heute? Und ich wollte noch mal was aufgreifen, was ich neulich im, naja, im September habe ich einen kleinen Blogpost verfasst über dieses Thema. Das hat mich dann irgendwie getriggert und ich dachte, es ist mal interessant, darüber mal was zu schreiben. Und zwar geht es um das Thema Scheibenwelt. Ja. Nein, die Welt ist keine Scheibe, die Welt ist rund, ist mir klar. Aber es ist schon doch irgendwie auch eine Scheibenwelt. Ja, ich glaube, ihr wisst noch nicht alle, worauf ich hinaus will. Deshalb fange ich mal von vorne an. Es ist so, mir ist dieses Jahr im September in Madrid extrem aufgefallen, dass ich nur noch Menschen an Handys sehe. Es ist ja so, ich gehe durch die Innenstadt, durch die Großstadt und ich gucke mir an, was gibt es für Menschen, was ereignen sich für Situationen. Ich gucke halt schon vorher, welche Leute kommen da, was haben die an, wie viele sind zusammen, gibt es einen tollen Kontext oder einen tollen Hintergrund, was ereignet sich gleich, wenn die mehr vorbeigehen. Und ja, also dieses Jahr ist es mir so sehr aufgefallen wie noch nie, dass wirklich alle nur noch am Handy hängen. Alle. Alleine in einer Gruppe. Du siehst eine Gruppe von drei, vier, fünf Leuten zusammen draußen in einem Café sitzen und also sie gehören offensichtlich zusammen, habe ich gesehen, aber trotzdem ist jeder an seinem Handy, ne? Ja, und ich kenne das aus meinem eigenen Alltag auch. Das hat sich auch stark gewandelt bei uns. Zum Beispiel, wir sitzen in der Pause dann auch mal in der Küche zusammen. Und ja, jeder hat sein Handy rausgeholt und startet in seine eigene digitale Welt. Und das ist hier auf gar keinen Fall irgendwie eine Art Zeigefinger oder ich finde das schlecht oder. Ich muss ja sagen, ich bin auch Teil des Ganzen. So ist es also nicht. Also ich bin auch schon ein ganz schöner Handy-Junkie. Das muss ich zugeben. Und mir ist schon bewusst, dass ich vielleicht gar nicht so weit gekommen wäre mit meiner Fotografie oder mit meiner Präsenz hier auch, wenn ich die digitalen Medien, sozialen Medien auch nicht alle genutzt hätte, auf verschiedene Art und Weise. Das, ja, das hat immer zwei Seiten der Medaille. Ja, darüber wollte ich mal ein bisschen was erzählen. Okay. Herzlich willkommen übrigens auf meinem Kanal 35 Street. Kann ich darüber erzählen, wie hängt das zusammen mit Fotos? Okay. Mir ist halt aufgefallen, wenn ich mein Archiv so durchgehe, was habe ich die letzten Jahre so für Bilder geschossen? Na klar, es sind immer Menschen drauf. Das ist ja so mein Fokus. Und ich habe halt trotzdem viele Menschen an Handys aufgenommen. Ja, ich muss noch mal einen Schritt zurückgehen, denn eigentlich finde ich Menschen an Handys zu fotografieren total langweilig. Es ödet mich total an. Sie haben immer den gleichen Ausdruck, starren in ihr Handy.
gehen an mir vorbei oder hängen irgendwo rum und es gibt sonst nichts anderes irgendwie. Ja, und das ist natürlich schlecht, wenn ich nach Situationen suche, wo Interaktion gewünscht ist, dass Leute miteinander kommunizieren, interagieren, lachen, es passiert Ausdruck. Aber so sind halt irgendwie alle isoliert voneinander. Ja, es ist ein Ausdruck unserer Zeit und unserer modernen Kommunikation. Und mir ist halt aufgefallen, wenn ich durch mein Archiv gehe, was habe ich so für Bilder, dass ich im Grunde beim Fotografieren selbst es total langweilig finde, wenn ich die Menschen an Handys überall immer nur sehe. Aber mir ist aufgefallen, dass ich doch viele fotografiert habe. Warum eigentlich? Weil die Szene, obwohl sie ein Handy in der Hand hatten, irgendwie mich getriggert hat. Und ich will hier mal ein paar Beispiele zeigen. Also, ich blende euch mal ein Bild ein. Ich habe leider nichts heute physisch dabei. Ich blende das jetzt ein hier. Da gibt es dieses Bild No Followers, das habe ich schon mal gezeigt. Das ist in einem Café entstanden, auf dem Dach eines Kaufhauses in Madrid. Und ja, da ist der alte Mann, wo ich mir dachte, okay, der hat vielleicht gar keine Follower oder der weiß vielleicht gar nicht, was Social Media ist oder was es bedeutet, ein Selfie von sich zu machen. Und für die Frau dahinter bedeutet das vielleicht gerade alles, da zu sein. Keine Ahnung. Und das habe ich da in dem Moment in den Kontrast gesetzt, irgendwie die beiden. Das ist ein Foto mit Menschen an Handys. No Followers, genau. Ich habe ein Bild geschossen mit einer Frau in einem, ja, Café, Laden, irgendwas, die hinter der Fensterscheibe sitzt und ja, in ihr Handy vertieft ist. Und warum habe ich sie fotografiert? Ich habe sie fotografiert, weil ich einfach diesen Moment, in dem sie so versunken ist, irgendwie toll fand. Ja, ich mochte auch das Weinglas, was vor ihr steht. Und ich mochte diese vielen Reflexionen, die in dem Bild noch vorhanden sind. Also es sind noch drei Leute in dem Bild zu sehen. Das Mädchen unten, ja, hat ein Herz auf dem T-Shirt. Das macht das irgendwie interessant für mich. Ja, was mag sie wohl gerade denken? Das habe ich mir so gedacht, ne? Für mich sieht es ein bisschen melancholisch aus, muss ich sagen. Das ist meine Interpretation. Und Melancholie ist einfach auch so ein Thema, was mich einfach anzieht. Es gehört halt auch zu so elementaren Ausdrücken der Menschen irgendwie. Es ist eine Stimmung. Ich mag dieses Bild unglaublich gerne irgendwie. Ja. Ich habe aber noch was, was ich euch zeigen will. An der Hauptverkehrsstraße von Madrid, die heißt Gran Via, haben meine Freunde und ich weiß nicht mehr genau, wann es war, die Straße überquert, es war grün. Und wie ich so rüberging, stand links von mir ein Rollerfahrer, ein E-Scooter, ein E-Roller. Und er war ganz alleine an der Ampel, völlig isoliert, und ich bin über die Straße gegangen und habe mich ihm genähert, habe ausnahmsweise mal Blende 2 eingestellt, weil ich dachte, komm, probier das mal aus.
im Gehen kurz anfixiert, anvisiert, Fokus abgedrückt, mich kurz bedankt und bin weitergegangen. Und ich muss sagen, also ich finde es großartig, das Bild. Es ist eigentlich total einfach, weil es einfach nur ein Mensch, der da steht und wartet, bis die Ampel wieder grün wird. Und klar, die offene Blende und die Unschärfe, das hilft immer, dass ein Foto noch so einen tollen Look bekommt. Auf dem Bild habe ich dann nachher, ich sehe das ja nicht sofort immer, aber man kann sehr gut sehen, wie überrascht er hier ist von mir, was hier gerade passiert in diesen Bruchteilen von Sekunden. Und wenn ihr mal genau hinguckt, er steht in der Ampel mit seinem Motorroller und die Rotphase, die benutzt er, um in sein Handy zu gucken. Ja, er hat ein Handy am Start, auf der Straße, im Verkehr. Ja, und dem Bild habe ich dann den Titel gegeben, Always On. Kennt er ja auch, ne? Immer online sein, immer auf Sendung sein. Ein letztes Bild zeige ich nochmal eben. Da bin ich mir nicht sicher, ob ich das schon mal hier gezeigt habe. Ich habe einen Indianer fotografiert. Ich war auf einem Western-Festival mit meiner Frau, die macht Westernreiten und ja, war so eine Native Indian Group, die hat getanzt. Das hat mich jetzt nicht so sehr interessiert. Interessant sind für mich immer die Dinge, die abseits passieren. Und als dann Pause war und ging er so hinter die Bühne und ich bin ihm so ein bisschen gefolgt in so einem Bereich dahinter. Ja, und da stand er da. Ich sah ihn in der Seitenansicht und mit seiner kompletten Indianerkluft an. Und er hat sein Handy in der Hand. Und ich dachte mir, wow. Also diesen Kontrast, den finde ich total witzig und stark. Dieses traditionelle mit seinem Federgewand und dieses hochmoderne mit seinem Handy in der Hand. Und ich habe mir gedacht, was macht er gerade? Twittert er? Oder keine Ahnung. Und ich habe dem Bild den Titel Calling Manitou gegeben. Ja, Calling Manitou, genau. Ja, was ich auch total gerne mache, ist, du siehst ja auch ständig Leute, die Selfies von sich machen, auch kleine Gruppen. Und ich fotografiere das gerne. Also die Gruppe selbst, wie die Gruppe von sich ein Selfie macht. Mir macht das Spaß, ich mache das total gerne. Ja, und mir ist halt aufgefallen, dass das Ganze eine eigene Serie sein könnte mit Menschen an Handys. Und mir ist natürlich klar, dass die Serie mehr oder weniger zufällig entstanden ist. Und es ist natürlich eine ganz andere Sache, wenn man sich einem Serienprojekt richtig widmet, sich das vornimmt und darauf hingerichtet fotografiert. Das ist vielleicht nochmal ein anderer Schnack. Nichtsdestotrotz habe ich hier eine Serie. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, diese Serie in einer gesonderten Ausstellung mal zusammenfassen. Tja, ich zeige ja Bilder immer gerne hinter Acrylglas und mir ist so der Gedanke gekommen, ja, Scheibenwelt wäre ein toller Titel für die Ausstellung. Weil meine Acrylglas-Ausstellung ist ja auch schon eine Scheibenwelt für sich. Ja, mit diesen Gedanken möchte ich hier das Video beenden. Euch noch alles Gute und all you need is love. Und ich sag mal bis morgen. Bye, bye.